Hallo ihr Lieben, da sind wir nochmal. Update heute, Freitag der 13. Und wir sind wieder auf dem Lütje-Wienachtsplatz, Lütje-Wienachtsmarkt, wie haben wir es genannt? Lütje-Wienachtsplatz, nicht? Und wir haben uns das ja heute Morgen schon angeguckt. Mittlerweile sind hier die Pagoden mit Leben erfüllt. Es klingelt das Glühweingeschirr und die Menschen fangen an, hierher zu strömen. Und bei mir ist Tanja Munzig vom Stadtmarketing in dieser Runde mit Bürgermeister Fellermann und Johann Strohmann. Wir fangen natürlich mit der Dame an. Sie haben die meiste Arbeit damit gehabt, Frau Munzig. Wie viel haben Sie die letzten Tage Stress gehabt? Oder war noch irgendwas, wo Sie gesagt haben, oh, es geht nicht, es wird nicht? Oder war das doch alles Smoothie? Also das lässt sich nicht so in Stunden bemessen, das muss ich einfach sagen. Es hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht und was ich wirklich an der Stelle betonen möchte, ist das gute Miteinander hier auf dem Platz. Wir haben heute mit eigener Frauen- und Männerpower die Bäume hier festgemacht und alle haben geholfen. Das war ein ganz, ganz tolles Miteinander. Von daher möchte ich eher die positiven Dinge da benennen. Die Stunden zählen einfach nicht, weil das ein tolles Herzensprojekt ist und deshalb bin ich froh, dass wir es so hinbekommen haben. Ja, ich hatte gerade schon angeboten, wenn sie noch Hilfe gebraucht hätte, ich habe einen Laubbläser. Ich wäre dann heute Morgen hier auch hergekommen, hätte mitgeholfen, mit voller Kraft. Bürgermeister Fellermann ist gerade angeradelt gekommen. Er fährt ja sehr viel mit dem Rad und kam hier aus dem Staunen gar nicht mehr raus, weil vor allem die Lichtillumination natürlich richtig toll aussieht. Horst, du wirst jetzt gleich die Eröffnung machen hier. Was sagst du zu dem neuen Projekt, zu diesem neuen Lütje-Wienachtsplatz? Also ich möchte erst mal sagen, kann ja die Stunden zählen doch, die ihr zugebracht habt, weil es sich gelohnt hat. Da kann man wirklich so sagen, es ist unglaublich atmosphärisch geworden hier mit den Pagodenzelten. Also total klasse, wie es hier geworden ist. Ich hoffe, wir haben viel Erfolg. Ist ja heute Nacht geöffnet, glaube ich, bis um 24 Uhr. Kann das sein? Morgen. Morgen bis 24 Uhr. Heute 21 Uhr. Genau. Angepasst an die Zeiten vom Weihnachtszauber. Jo. Und das ist natürlich auch noch ein schöner Lauf von hier aus zum Weihnachtszauber rüber. Ist auch der Grund dessen, warum man das hier auch gemacht hat. Einige Jahre hat man gewartet oder hat eben dran geprobt, etwas zu machen. Jetzt hat man es auch heute dieses Jahr vollzogen. Große Klasse, auch das ehrenamtliche Engagement, auch für alle anderen. Unser Betriebshof hat hier aufgebaut. Die Flohkiste hat die Sterne gebastelt, ihr habt sie aufgehängt. Die WFBM hat geholfen, die Weihnachtsbäume aufzustellen. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Also großes Miteinander, ganz toll. Genau. Vielen Dank. Ja, das war Bürgermeister Fellermann und Johann Strohmann. Frage Johann XXL. Aurich hat das XXL-Wochenende vor sich. Hier ist alles XXL. Tiefgarage geöffnet, haben wir ja schon seit letzter Woche positiv verkündet. Steht alles für XXL? Ist Aurich vorbereitet? Es kann richtig krachen morgen oder wie sieht's aus? Aurich ist als Stadt sehr gut aufgestellt und wir freuen uns natürlich alle, dass wir jetzt an verschiedenen Stellen in der Stadt durchgängig Weihnachtszauber, Lütje-Wienachtsplatz, Hafenstraße, hinterm Knotschenhaus durchgängig Weihnachtszauber erleben können. Auch für alle Besucher, für Touristen ist überall ein Plätzchen zum Verweilen. Und ich denke, wenn der Wettergott so wie heute mitspielt, ist die Stadt sicherlich sehr gut gefüllt. Ja, ihr seht also Aurich XXL und morgen Abend dann bis 24 Uhr. Man kann wunderbar hin und her pendeln durch die einzelnen Weihnachtsmärkte. Das ist ja auch so gewollt und so gedacht. Ob das Hafen 5 ist, ob das hinterm Knotschenhaus beim Barzi ist, ob das hier auf dem Lütje-Wienachtsplatz ist. Der Glühwein-Duft steigt uns schon in die Nase. Wir werden uns sicherlich gleich mal aufwärmen. Das ist nämlich doch ein bisschen kälter. Und natürlich unser Hauptweihnachtszauber, Geschäfte auf. XXL kann kommen. Wir wünschen euch bei der Geschichte viel Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß in Aurich. Ciao. Und hier sind zwei Männer, auf die sie das ganze Jahr gewartet haben. Der eine hat einen weiten Weg hinter sich. Er kommt mit seinem Schlitten vom Nordpol. Der andere gerade mal mit seinem Fahrrad vom Rathaus. Begrüßen Sie gleich den neuen Auricher Bürgermeister Horst Fellermann und davor hier auf der Bühne auf dem Lütje-Wienachtsplatz Klaus, Santa Klaus. Ho, ho, ho! Hallo Aurich! Hallo Aurich, ich kann nichts hören. Hallo Aurich. Hallo Weihnachtsmann. Danke, danke für diese großartige Begrüßung. Werde ich exklusiv nur für euch noch ein kleines Weihnachtsgedicht hinterher schieben. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit macht Zauber sich
in Aurich breit. Hier dieser Lütje Weihnachtsplatz bringt Aurich einen neuen Schatz. Ein toller Platz für jedermann. Jetzt mach ich Platz für Horst Federmann. Bitte schön, einen großen Applaus für unseren Bürgermeister. Bühne frei.